Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der letzten Folge das Arztzimmer hier noch gestaltet für die Notaufnahme. Komplett neu gestaltet. Wir müssten vielleicht noch was abändern. Ne, das ist hier, aber der Boden muss noch hier abgeändert werden. Das wollen wir natürlich schön machen. Das muss das hin und hier muss der Weg hin. Das kriegen wir aber hin, das ist alles relativ in Ordnung. Das ist ja kein Problem. Ne? Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir locker hin. So, da können wir noch nämlich die Blume versetzen. Sieht es nämlich auch ganz schön aus. Hier eine Blume hin. Haben wir ein bisschen Deko da. Ne? So. Zimmer versetzen, ne? Bisschen Personal versetzen. Wir haben hier zwei Ärzte, wir haben da zwei Ärzte, da zwei Ärzte, da zwei Ärzte. Ich glaube, so viele Ärzte brauchen wir in der Nacht nicht. Lieber tagsüber, oder? Ich glaube schon. In der Nacht brauchen wir, glaube ich, nicht so viele Ärzte. Also brauchen wir lieber mehr Ärztezimmer, ist aber auch kein Problem. Fehlendes Personal. Machen wir hier am besten. Wir versetzen die hier. Wir versetzen die hier, dann können wir den ganzen Mist verkaufen. Kaufen wir einzeln, gibt vielleicht mehr Geld. Pop, pop, pop. So, dann können wir das Zimmer nämlich auflösen. Und die Wände einreißen. Dann machen wir nämlich hier noch eine Wand hin. Passt auf. Welche Wand haben wir da genommen? Komplett farbige, ne? In grün. Hallo, farbige Wand. Nein. Da. Danke. Die kommen weg. Dann versetzen wir es einmal nach da. Und das kommt auch noch da. Kommt die Pflanze nach da, dann können wir da noch einen zusätzlichen Stuhl hinstellen. Schwarze Stühle? Sieht, glaube ich, besser aus. Komm, machen wir schwarze Stühle. Machen wir was anderes mal. Muss ich nicht immer Standard nehmen, ne? Muss ja nicht immer Standard sein, ne? Der weg.
Machen wir noch einen Stuhl wieder hin, in schwarz. Und dann passt das. Sehr gut. Sehr gut. Ja, kann ich nichts für, Leute. Ich bin ja schon am Arbeiten wie sonst noch was. Und am Umbauen und am Machen und am Tun. Aber irgendwo muss auch das Geld reinkommen. Für die Umbauten und alles, ne? Das ist leider wahr. Notaufnahme. Wenn wir natürlich den Korridor ändern. Korridor werden wir hier den zufügen. Zweiten Korridor für die Notaufnahme. Wartet, können wir auch vergrößern, ne? Passt auf, hier kommt noch eine Wand hin. Dann kommt hier noch das dunkle Linoleum hin. Dunkle Linoleum. In Blau. Dann wird der Wartezimmerbereich hier vergrößert. Damit sollte es eigentlich ganz gut aussehen. Ich hoffe, das klappt soweit. Oh, okay. Knieluxation, okay. Nicht so gut, aber okay. Folgendes. Ein Wasserspender. Daneben machen wir noch eine Pflanze. Dann machen wir da noch einen Stuhl hin. Kommt da eine Wand hin, dann kommt die Wand nochmal hier hin. Beziehungsweise hier hin. Ne? Soll ja auch alles schön aussehen. Soll ja irgendwo alles auch schön aussehen, ne? Ist ja nicht nur hier auf Effektivität, sondern auch ein bisschen auf Schönheit. Ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Na? Ich denke, das sieht ganz gut aus. So viele Stühle haben wir hier nicht, aber das ist auch nicht so tragisch. Ich hoffe, dass wir nicht mehr Stühle brauchen. Wir machen ein paar andere Pflanzen hier. Hier. Setzen wir hier noch hin. Dann haben wir ein relativ großes Wartezimmer hier für die Notaufnahme. Das sollte in Ordnung sein. Das sollte ausreichen. Hier haben wir nochmal Toiletten, 3 Stück. Das ist auch in Ordnung, denke ich mal.
Dann werden wir hier ein Arztzimmer errichten. Das Zimmer kommt weg, das Zimmer kommt weg. Jetzt kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Klar, wir brauchen jetzt jede Menge Geld. Aber ich bin mir sicher, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird. Weil ich finde, die Leute sollten zufrieden sein, alles, ne? Wenn die Leute zufrieden sind, dann ist das natürlich für uns besser, weil wir mehr Patienten bekommen. Momentan weniger Patienten, Verwaltungsabteilung sieht nicht ganz so gut aus. Das wundert mich eigentlich. Das wundert mich eigentlich. Ja, wir kriegen das schon alles hin. Ich meine, Wartezimmer ist jetzt hier ordentlich gestaltet. Das sieht ganz gut aus. Wir haben hier einen Korridor für die Notaufnahme. Für die Ärztezimmer haben wir einen Korridor hier. Das ist auch in Ordnung. Da werden wir schon was schaffen. Das auf jeden Fall. Wird relativ aufwendig. Das ist mir bewusst, klar. Alles hier ordentlich umzubauen und zu machen und zu tun, aber die können wir hinkriegen. Wie gesagt, und solange die Leute zufrieden sind, ist das doch perfekt. Die Leute müssen nur zufrieden nach Hause gehen. Und zwar behandelt. Das ist wichtig. Ja, stationäre Aufnahme, bitte, danke. Na toll, egal. Apotheke ist relativ in Ordnung. Sehr schön. Das gibt gutes Geld. Dreißigtausend mittlerweile. Sehr gut. Es wird schon wieder operiert. Es kommt gutes Geld rein. Wartezimmer ist relativ voll in der Notaufnahme. Okay, da müssen wir vielleicht mit den Ärzten ein bisschen spielen, dass wir da mehr machen. Aber okay, es geht nun momentan. Patient kollabiert. Defibrillation.
Nitrat. Gib den doch Zeug doch. Beta-Blocker, soll er kriegen, danke. Dann weiter bitte. Anweisung Intensivstation. Komm schon. Da steht auch fest, was er hat. Gut. Der ist über dem Berg. Nice. Das ist gut. Der ist über dem Berg. Perfekt. 38.000 Euro haben wir mittlerweile jetzt auf dem Konto wieder. Das ist auch in Ordnung. Die Überwachungsstation muss hier weg. Die stört. Der Aufenthaltsraum muss hier weg. Der stört auch. Stört irgendwie alles. Stört irgendwie alles. Aber gut, Möglichkeiten haben wir hier genug jetzt. Aktuell. Das ist von daher nicht das große Problem. Da kommt einiges rein, das ist gut. Und damit bin ich auch relativ zufrieden. Lange Wartezeit, okay. Ist halt so. Es sieht relativ gut aus. 40.000 plus, also 40.000 auf dem Konto, 41.000, fast 42.000. Ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung, Leute. Solange wir jeden Tag Gewinn machen, ist das vollkommen in Ordnung. Dann mach bitte mal CRP-Test. So, gut, hier sieht es ein bisschen dreckig aus, da auch. Das ist aber jetzt nicht das große Problem, ne? Das große Problem wird jetzt sein Herzenszimmer umzugestalten. Das muss jetzt als nächstes umgestaltet werden. Dann haben wir da nämlich Platz. Dann kann das umgestaltet werden. Dann haben wir da nämlich wieder Platz. Dann kann das rüber nach da. Dann haben wir da Platz für das Arztzimmer. Das Arztzimmer da. Dann kann das nach rüber. Und ja, also, ne? Relativ kompliziert alles, aber wir bauen uns alles auf mit der Zeit und dann passt das eigentlich schon. Kriegen wir irgendwie hin. Der Aufbau ist halt relativ wichtig, wie man das Krankenhaus aufbaut. Ne? Das ist relativ wichtig, ihr merkt es ja. Wir müssen ihn organisieren und improvisieren im Prinzip teilweise. Das ist halt nicht anders immer möglich. Wir müssen halt gucken, dass die Leute zufrieden sind, dass die natürlich behandelt werden und alles. Und ja, das ist dann halt relativ wichtig, dass das hier soweit funktioniert.
einwandfrei funktioniert. Hier kommt dann ein dritter TC hin. Das Traumazentrum. Da werden wir natürlich den Platz für machen. Der Aufenthaltsraum muss dadurch natürlich weg. Der wird umgewandelt, irgendwo hin geplant. Erstmal weg. Erstmal weg. Hauptsache, wir haben Platz hier. Und dann passt das. So, als Arztzimmer wussten wir, das werden wir da hinsetzen. Hier haben wir aber noch alles nach und nach machen. Das kriegen wir hin. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.